Wir sind heute an der Swiss Art Expo und ich habe den lieben Stritzel bei mir. Wie geht's dir? Mir geht's super. Also es ist eine tolle Ausstellung und ich habe viel Spaß dabei und es ist eine tolle Energie hier. Also mir geht's gut. Super, das freut mich zu hören. Sag mal, wie fühlt es sich an, in der Zürcher Hauptbahnhofshalle deine Kunst auszustellen? Schön, weil hier kommen wirklich viele Besucher. Also viele Leute nehmen das mit, sie sehen das. Auch vielleicht Menschen, die jetzt nicht unbedingt so kunstinteressiert sind von Anfang an. Aber man kriegt natürlich ganz viel Feedback und das ist super. Also deswegen ist eine tolle Location. Gefällt gut. Super. Lass uns über deine Kunst sprechen. Du hast ja ganz spannende Werke dabei dieses Mal. Wie gehst du vor, wenn du so ein Werk kreierst? Was ist der Prozess dahinter? Was überlegst du dir dabei? Also es sind ja immer Geschichten von meinen Reisen. Ich reise und dieses Jahr war ich in Tansania, deswegen gibt es dieses Jahr Tansania-Porträts. Also hinter jedem Bild steckt eine Geschichte und das ist der Anfang. Ich treffe Menschen, ich fotografiere sie dann vor Ort, erfahre ihre Geschichten, das nehme ich mit zurück in mein Atelier und dann übers Jahr übermale ich dann die und arbeite diese Geschichten auf. Sehr spannend. Sieht man auch an deinen Werken, die wirklich sehr lebhaft sind. Gefällt mir persönlich sehr gut. Wenn du deine Kunst nun mit einem Wort beschreiben müsstest, welches Wort wäre das? Storytelling. Storytelling wäre es. Ja, das ist passend, würde ich sagen. Ja, cool. Möchtest du mit deiner Kunst eine bestimmte Botschaft übermitteln? Ja, die Botschaft ist eigentlich offen sein für Kulturen, für fremde Kulturen, fremde Menschen und wirklich das Untereinander, was uns verbindet. Und das finde ich wichtig, dass Menschen reisen und andere Kulturen akzeptieren. Und das wäre eigentlich meine Botschaft damit. Okay, finde ich eine schöne Botschaft. Super. Jetzt sind wir ja heute noch an der Swiss Art Expo. Hast du noch Pläne für die Zukunft oder arbeitest du schon an was Neuem? Hast du eine neue Reise geplant? Eine neue Reise ist schon geplant. Ja, also nächstes Mal bin ich mit Brasilianerinnen und Brasilianern hier. Also da werde ich nach Brasilien reisen und da freue ich mich schon drauf. Aber meine nächste Aktion ist jetzt nächstes Wochenende in meiner Heimatstadt Ravensburg. Da gibt es einen Kunstverein und alle Künstler im Kunstverein öffnen ihre Ateliers Samstag und Sonntag. Also man kann mich gerne in meinem Atelier besuchen kommen. Super, dann hast du ja noch was vor und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß in Brasilien und noch viel Erfolg für den heutigen Nachmittag und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um dieses Interview zu führen. Vielen Dank, danke auch. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke.